Das nächste Projekt richtet sich an Hobbygärtnerinnen und das Projekt besteht eigentlich aus drei Mitgliedern und ein Mitglied möchte eben nicht zu sehen sein und deshalb bitten wir, die Privatsphäre zu achten. Wir begrüßen Jonas, Niklas und Raphael. Bitteschön. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Niklas, das ist Raphael und das da drüben ist Jonas. Wir haben die halbautomatische Hobbygärtnerhilfe programmiert und gebaut. Ja, und wir haben da unseren Spruch auch ein bisschen an die vorherige Gruppe angelehnt, weil wir sozusagen fast das gleiche Thema hatten. Ja, wir haben eben ein Gerät gebaut, was aus verschiedenen Sensoren besteht. Und dieses Gerät, das reagiert dann auch auf die Daten der Sensoren. Und wenn die Kamera dann einblendet, kann man das dann auch nochmal sehen. Dazu testen, das wird dann später auch nochmal getestet. Ja, und dann würden wir euch jetzt gerne einmal nochmal unsere Website zeigen, die wir dazu dann noch gemacht haben, die dann auf die Daten zugreift und diese dann auch einmal sozusagen abbildet. Ja, unser Problem oder eher unsere Fragestellung war, wie können wir es machen, dass weniger Ressourcen verschwendet werden? Nämlich Hobbygärtner machen es manchmal so, sie geben zu wenig Wasser oder zu viel. Dadurch gehen die Blumen ein. Und wir wollten das optimieren und haben dadurch gedacht, dass Automation das Beste wäre. Da muss man sich nicht auf den menschlichen Verstand verlassen und oder auf fehlerhafte Messgeräte. Ja, als wir dann angefangen hatten wir erstmal drei große Probleme. Einmal das Reinkommen, also auch die Themabestimmung gehört auch dazu. Dann erstmal danach die Website, wie wollen wir die programmieren, wie soll sie aussehen. Und natürlich das Typische, der Kabelsalat. Also unsere Sensoren können die Temperatur, die Helligkeit, die Feuchtigkeit im Boden und in der Luft und den Luftdruck wahrnehmen. Ja, also wir testen jetzt erst einmal den Temperatursensor. Dazu müssen wir erst einmal auf die Website gehen, damit man dann auch einmal die Veränderung auch sehen kann. Ja, also. Also hier ist der Temperatursensor, den werden wir als erstes ausprobieren. Dann werden wir den Helligkeitssensor hier probieren und danach den Feuchtigkeitssensor. Ja, also wenn man dann den Sensor anhaucht, geht automatisch die Temperatur höher und wenn man dann aktualisiert, dann verändert sich auch die Temperatur, nämlich sie wird höher, weil die Luft ja wärmer ist, die man ausatmet, als die Umgebung. Danach der Helligkeitssensor. Wir haben hier auch nochmal eine Lampe eingebaut, die anzeigt, ob jetzt, also wir haben hier also danach jetzt den Helligkeitssensor, aber in bestimmten Sachen, also in bestimmten, also bei manchen Leute benutzen Lampen, um die Pflanzen dann schneller wachsen zu lassen. Und deswegen haben wir dort auch noch symbolisch eine Lampe hingebaut. Ja, die Werte verändern sich, also je höher der Wert ist, desto dunkler ist es und je niedriger der Wert ist, eben desto heller ist es. Und wir haben eingestellt, dass ab einer bestimmten, also wenn der Wert über eine bestimmte
Höhe schreitet, dann leuchtet halt die Lampe. Das ist dann sozusagen im richtigen, wenn man das richtig bauen würde, eine große Lampe dann, die die Pflanze dann auch ja, bestrahlt sozusagen. Und jetzt noch den Feuchtigkeitssensor. Das hier ist feucht und das hier ist trocken. Ja, also es steckt jetzt noch in der feuchten Erde drin und der Wert beträgt gerade ungefähr 585. Und wenn man ihn jetzt in das andere reinsteckt, dann beträgt der Wert, glaube ich, schon, wenn ich das richtig erkenne, schon 800. Also man sieht, der Wert steigt an und wenn der Wert ansteigt, ist es halt trockener und ab einem bestimmten Wert soll sich ein Servo bewegen, was dann im Prinzip so eine Art im richtigen dann eine Wasserschleuse öffnen soll, die dann die Pflanzen eben bewässert. Ja. Das war unsere Vorstellung und das war die Vorstellung unseres Projekts. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen natürlich auch, dass noch viele tolle Vorträge kommen. Die Erlösung, ja, vielen Dank. Alle Leute, die keinen grünen Daumen haben und aus ihren Zimmerpflanzen irgendwelche Feuchtbiotope machen wollen, beziehungsweise natürlich auch eine super Sache, gerade in Sachen Nachhaltigkeit in vielen Regionen auf der Erde gibt es nicht genug Wasserressourcen, um die vorhandenen halt effizient einsetzen zu können. Habt ihr, glaube ich, einen ganz coolen Grundstein gelegt. Und ja, ich sehe gerade hier schon ganz viele Kabel. Was hat es denn mit diesem ganzen Kabelsalat auf sich? Was war denn das Problem? Also einmal hier die Website. Das war das eine Problem, weil es sehr viele Kabel benötigt und die Sensoren. Weil wir drei Sensoren hatten und da brauchte natürlich jedes einen einzelnen Anschluss, also mehrere. Okay, verständlich, also ist ja keine einfache Sache. Nun habt ihr eure Überschrift gesagt, dass es die halbautomatische Gärtnerhilfe ist. Jetzt habt ihr damit ja natürlich schon alle möglichen Daten gesammelt, wie Feuchtigkeit, Helligkeit. Was müsste denn noch passieren, dass es eine automatische Gärtnerhilfe werden würde? Denn wäre es vollautomatisch, wäre es keine Hilfe mehr, denn zum Beispiel muss noch geerntet werden oder das Wasser muss nachgefüllt werden. Also das mit der Pumpe haben wir jetzt noch nicht eingebaut. Ja, aber da habt ihr auch schon einen super Ausblick für die nächste Jugendtaktveranstaltung, wo ihr dann vielleicht auch dabei sein werdet, oder? Mal schön hier Wassermarsch und so, ne? Ja, warum nicht? Auf jeden Fall, Dankeschön auf jeden Fall für euren Input.